zusammen. Hi everyone. Heute möchte ich mal wieder was mit Resin machen, also mit Harz. Und zwar habe ich mir da verschiedene Farben angemischt. Komme ich gleich dazu. Ich habe hier einen alten Bilderrahmen gefunden und mit einer Glasplatte. Und die Glasplatte werde ich dann mit Resin, also sprich mit Harz, und zwar in dieser sogenannten Swirl-Technik probieren, ob das auch funktioniert. Ich denke mal schon, dass es auch geht. Gut. In this picture, I want a picture with resin. And I want to do the swirl technique. And I got an old picture frame with the glass of this. And I want to make this with resin. Gut. Die Farben, habe ich verschiedene Farben genommen. Ich habe nämlich von Schminke die Aerocolor genommen und teilweise auch von Createx, und zwar die Wicked Colors. Das sind eigentlich Airbrush-Farben, eigentlich alles Airbrush-Farben. Ich schreibe es euch am besten in die Beschreibung unten rein, weil mit Harz muss ich ein bisschen schneller arbeiten. Okay. I got a color from Createx, Wicked Colors and Aerocolor from Schminke. There's only for airbrush, but there goes out with resin. I make a bit little faster, then I write the colors on the description, then you can write this. Okay. Demo started, dann fange ich mal an. Ich nehme jetzt erstmal einen Becher. Dann mische das ein bisschen. I mix it this. Das ist jetzt also mal das erste. Ich werde versuchen, zweimal mit dem Becher zu machen. Das ist the first step. I want to do this two times. Okay, let's do it. Probieren wir es mal. Here we go. Here comes the lighter colors. Kommen die helleren Farben. Und das Blau. Now the blue. And the white. Okay, ich sehe jetzt hier die Farben. Dann muss ich schauen, dass ich auf dieser Seite etwas andere Farben mache. I look the colors and then I make other colors of the other side. Okay, more blue. Okay, da erstmal mehr blau. And no, more white. Green. Und das Gelbe zum Schluss, yellow on the last. Okay. So, dann habe ich alles. I got all. Okay.
jetzt mal gehört. Make one of this here. And the last one here. Das letzte Mal mache ich jetzt hier. Jetzt probiere ich mal was. Ich mache einfach nochmal drüber. I do it auf der. Weil das ist mir zu hell. I think this was too light. Too bright. Okay, hier und den hier. Okay, und nun tun wir es noch schön verteilen, dass es überall hinkommt. Dann verzieht sich das auch schön. We'll bring it on the outside. Okay. Gibt ein bisschen dunkle Farben. There was a little dark colors. But I think it's okay. Gut. Jetzt noch so, wie es mir gefällt. Aber what is this? Ist das ein bisschen Dreck oder was ist das? It is dirt? No. It's okay. It's okay.
Etwas basic, ein bisschen basic. Hier noch ein bisschen raus. Ja, besser. Gut, so lasse ich es jetzt, denke ich mal. Dann gehe ich kurz mit dem Heißklopfer drüber, um die Luftblasen rauszumachen. Dann bringe ich mein Heatgun. Dann we becomes the air bubbles out. Und dann das Ding ist. Also ich denke mal, ich lasse es dann auch so. Schauen wir mal. Ich denke mal, Gloves out. Also ich ziehe jetzt erstmal die verschmierten Handschuhe aus. Okay, mein Heißluftföhn, da ist der Heatgun. Leichte Stufe drüber. Also ihr könnt auch noch ein bisschen arbeiten mit dem Heißluftföhn, ja, da könnt ihr es noch ein bisschen verschieben. You can work with the heat gun. You can change the picture. So, ist okay. Also, ich denke mal, so ist es gut. So sind auch die Luftblasen raus. Deswegen die Air Bubbles are out. Nice. Okay. Dann lasse ich das so. Dann zeige ich euch das jetzt auch mal von nahem wieder. Und dann war es das eigentlich schon. Geht immer recht schnell mit Harz. You can see it from here. And then we are ready. Okay, bis gleich. Okay, ich bin zurück, I'm back. Ich kann das Bild mal von nahem sehen. See it from here. Also irgendwie bildet es doch trotzdem kleine Zellen, obwohl ich nichts gemacht habe, also kein Silikon rein. They're building little cells. And I don't have silicone in there. No Resiblast. Also ich habe nichts drin außer die Farben und Harz. Aber es finde ich richtig gut, dass es so fleckig wird. Oder wir haben ein paar Zellen gibt sogar. Ohne dass ich überhaupt was mache. Ne? Zum Beispiel hier. Look at that, this cells. There's no silicone. Also kein Silikon drin. Gut. Ich zeige es euch dann mal, wenn es fertig ist. Ich tue es dann wieder in den Rahmen rein. You can see it when it's ready, when it's right. And I take it in the picture frame. And you can see that. Also ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Mit der Farbauswahl muss ich mich nochmal umschauen. Mir ist das doch etwas zu. Nature Colors, also Naturfarben. Da fehlt mir noch ein bisschen die Farbkraft. Aber war jetzt mal der erste Versuch mit
mit der Swirl-Technik. Was the first time with the Swirl-Technik. Aber das Ding jetzt nice. Also ist halt so ein anderes Arbeiten wie jetzt mit Acryl. Aber gut. Also gut, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Und macht's gut so lang. Good, I hope you like it and I enjoyed you and see you next time. Bye.